Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es ging ja gestern Abend noch drunter und drüber und dazu möchte ich gerne auch ein paar Worte sagen. Außerdem will ich heute mal auch eine Farm bestücken und das seht ihr alles in diesem Video. Also viel Spaß dabei und let's go! It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Da ich kein Anlagenberater bin, kommt hier einmal der Haftungsausschluss. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. So, und jetzt können wir mit dem Video starten. Alle Seiten, die ich auf diesem Kanal vorstelle, sind unter diesem Video verlinkt. Und vergesst nicht, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, falls euch das Video gefällt, gebt mir gerne ein Like, abonniert diesen Kanal und schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. Ja, gestern Abend um 22 Uhr wurde die Seite dann eröffnet. Und ja, es gab echt ein paar Sachen, die nicht so glatt gelaufen sind. Zu einem hat die Seite gestern Morgen um 5 Uhr ja ihren Presale-Start gehabt oder ihren Preload-Start, wie die das in Telegram geschrieben haben, wo man dann seine Pools und Farms bestücken konnte. Zum ersten Mal haben sie immer versprochen, dass man 24 Stunden danach Zeit hat, um die Pools zu bestücken. Also sobald sie die Seite für die Preload-Phase eröffnet haben, hat man 24 Stunden Zeit, in die Pools zu gehen, alles in Ruhe zu machen und nach 24 Stunden öffnet die Seite. Von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends sind bei mir aber keine 24 Stunden. Das ist schon mal echt mies gelaufen. Des Weiteren wurde leider auch nicht erwähnt, dass man direkt auf PancakeSwap NEOP-Token handeln kann. Das hatte den Grund, dass diese Seite hier natürlich völlig überlastet war. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass diese Seite am Anfang stabil läuft. Da bin ich ganz ehrlich, wer hätte damit schon gerechnet? Aber wenn man schon mal eh in die Pools drin ist, habe ich mir gedacht, komm, dann kann man einfach zuschauen und gucken, was passiert. Dass man aber auf PancakeSwap dann den Token handeln konnte und doch so richtig viele verkauft haben, das war natürlich auch nicht so schön. Man hier sieht, der Preis ist jetzt bei 9 Cent. Ne, zu dem Preis habe ich ihn ja ungefähr gekauft, also bei 10 Cent. Ich bin also auch leicht im Minus, was jetzt für mich nicht schlimm ist. Das ist für mich ein Langzeitprojekt. Aber es gibt auch Sachen, die diesem Langzeitprojekt für mich im Wege stehen. Was nämlich vorher auch nicht erwähnt wurde. Kommen wir nämlich mal dazu. Und zwar sieht man hier eine Transfer-Tax von 5%. Und diese finde ich absolute Schweinerei, dass das nicht vorher übermittelt wurde. Aber ist auch ganz klar, wäre das vorher gesagt worden, dann hätten viel, viel weniger Leute gekauft. Jetzt ist das Problem, jetzt haben sozusagen alle, die verkaufen wollten, verkauft. Ne, okay, alles schön und gut, der Preis liegt jetzt bei 9 Cent, ist ja alles halb so wild, weil das war ja abzusehen, dass der Preis runtergeht. Nur, dass er so weit runtergeht, hätte man jetzt nicht mitgerechnet, besonders weil man auch nicht damit gerechnet hätte, dass diese Seite sauber laufen wird. Und dann alle Leute einfach auf PancakeSwap wechseln. Ist leider so passiert, gut, kann man nichts machen. Es wäre nur eine Info vorher schön gewesen. Kommen wir nun zu diesen 5%. Dazu habe ich mir mal was von einem Support-Mitglied rausgeschrieben. Ja, hier haben wir es. Und zwar wurde jetzt im Nachhinein gesagt, ne, also das ist nicht von vorher, das ist jetzt von nachher, weil sich halt viele wegen den 5% beschwert haben. Gesamter Überweisungssteuersatz 5%. Von diesen 5% werden 1% sofort verbrannt. Finde ich super. Finde ich gar keine Frage, die kann man ruhig für immer lassen, diese 1%, finde ich echt toll und finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Dann automatische Liquidity, 1,4%. Ne, diese gehen also in die Liquidity Pools und werden dann als Liquidität zur Verfügung gestellt. Und das finde ich, okay, kann man am Anfang machen, ne, damit man liquide ist, sollte aber irgendwann später entfernt werden. Und außerdem hätte man das vorher einmal übermitteln sollen, dass das so ist. Dann steht hier noch, wie diese 1,4% aufgeteilt werden. Dann 2,5% gehen in den Entwicklerpool oder in den Entwicklerfonds. Viel zu hoch, meiner Meinung nach. Also da hätte auch 1% gereicht. Und selbst wenn, hätte man dies auch einfach vorher sagen können, dann hätte man sich darauf vorbereiten können. Ja, und dann 0,1% für den NEOP-Versicherungsfonds. Okay, ne, diese 0,1% völlig in Ordnung, diese 1% völlig in Ordnung, diese 1,4% für den Anfang in Ordnung, hätte man das mitgeteilt und diese 2,5% viel zu hoch und hätte man auch vorher mitteilen sollen. Also das finde ich auch, ist nicht die feine Art gewesen, das einfach so außer Acht zu lassen und uns das vorher nicht mitzuteilen, aber ganz klar, wenn jemand das gewusst hätte, dann hätte man wahrscheinlich nicht gekauft, weniger gekauft. Oder auch gerade im Nachhinein sich das nochmal überlegt. Finde ich
schade, hätte man irgendwie anders machen können. Ich habe selber jetzt nicht so die Erfahrung als Entwickler, auf gar keinen Fall, aber man hätte das auf jeden Fall anders machen können und ich finde, Transparenz ist immer am wichtigsten. Und wenn man halt scheiß hohe Gebühren hat, dann soll man das auch so mitteilen. Ja, das zu diesen 5%. Also, okay. Ja, haken wir ab, wissen wir jetzt, okay, wir haben 5% Gebühr, heißt jedes Mal, wenn wir den Coin bewegen, haben wir 5% Gebühr. Kommen wir zu der nächsten Sache, die auch noch schief gelaufen ist, die gerade mich halt auch mega ärgert. Wie ihr wisst, ich habe direkt in der 24 Stunden, die ja keine 24 Stunden waren, habe ich meine Coins in den Pool gesteckt. Dieser Pool hier hatte ja noch mehrere 100 bis 1000% angezeigt am Anfang. Dass diese Prozentzahl runtergeht, völlig klar. Dass diese innerhalb von einem Tag auch, keine Ahnung, von über 1000% auf ein paar 100% runtergeht, völlig klar. Aber, dass diese Prozentzahl innerhalb von 30 Minuten von so weit auf jetzt, also es war nach 30 Minuten irgendwie 50% oder so, runterknallt, das war mir nicht klar. Und das war auch keinem anderen klar, weil ich dachte, sie stellen Liquidität zur Verfügung. Ich dachte, sie sorgen dafür, dass diese Prozente nicht am Anfang direkt so runterrauschen. Also das war schon wieder so eine Sache, die mir nicht gut gefallen hat. Und wie man auch hier sieht, ich bin mit meinem Ganzen, was ich hatte, bin ich hier rein. Ja, was jetzt nur noch ein Wert von $266 ist, also auch nicht mehr so viel, leider. Aber gut, ich sehe das sowieso auf lange Sicht und denke mal, dass sich das noch verbessern wird, wenn denn diese 5% da mal geklärt werden und sich daran auch was ändert. So, das, was jetzt aber dieser große Fehler war, ist nicht, dass diese Prozent hier so runtergerauscht sind. Das war zwar ärgerlich für mich und wurde auch anders kommuniziert. Viel schlimmer finde ich, dass es einmal einen zweiten Pool gibt, der jetzt 1230% hat. Und das ist was, was erstens, als ich eingezahlt habe, noch gar nicht hier war. Dieser Pool, den gab es gar nicht. Und zweitens, dass er jetzt erst im Nachhinein eröffnet wurde, dass ich jetzt, um in den Pool reingehen zu können, müsste ich jetzt aus diesem Pool rausgehen, würde wieder 5% Gebühren haben und in diesen Pool reingehen und hätte wieder 5% Gebühr. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung und es wurde immer ganz klar vom Team gesagt, es gibt keinen Locked Pool, es werden keine Coins gelockt, man kann immer rein und raus, klar, diese 2 Stunden, dass man erst nach 2 Stunden seine Rewards rausholen kann, gar kein Problem. Aber dass es dann doch einen Logpool gibt, der dann diese hohen Prozente hat. Das war nicht so kommuniziert. Es wurde immer gesagt, es wird keinen Logpool geben und jetzt gibt es ihn doch. Und das finde ich absolut mies, dass dort so kommuniziert wurde und es nicht eingehalten wurde. Hätten sie einfach diesen Pool direkt von Anfang an in diesen Pool gemacht, ohne Locked, alles gut. Wenn dann die Prozente nicht auf 1200 wären, sondern von mir aus nur auf 200, alles in Ordnung. Aber so war einfach nicht in Ordnung, wurde falsch kommuniziert und da kann man auch sagen, was man will. Die haben nicht irgendwie was anderes, sie haben nicht einfach nur das anders formuliert oder sonst was. Nein, sie haben es einfach falsch gesagt. Sie haben gesagt, sowas kommt nicht und es kam. Genauso wie mit den 5%, wurde nie was erwähnt und es kam. So, das waren, finde ich, Sachen, die einfach nicht in Ordnung sind und da musste ich das Team für rechtfertigen. Alle, die dann müssen dann selbst entscheiden, ob sie hier drin bleiben oder nicht. Ich kann nur sagen, ich bin natürlich jetzt mit 9 Cent, bin ich auch leicht im Minus, weil ich bei 10 Cent gekauft habe. Was mich jetzt nicht ärgert, dass der Kurs tiefer ist, sondern ich möchte aber auch gerne, dass sie jetzt ein Marketing betreiben, dass der Kurs wieder hochgeht und nicht so tief bleibt. Besonders, was passiert in einem Monat, wenn die nächsten 25% der Leute frei werden? Dann werden wieder welche verkaufen, dann wird der Preis weiter sinken. Also muss man vorher gucken, dass man Marketing stark startet, ein starkes Marketing, dass Leute wieder reinkommen und den Preis steigern. Und da bin ich ja mal gespannt und das muss einfach jetzt vom Neop-Team kommen. So. Na, ansonsten, das Projekt finde ich an sich immer noch super. Wie gesagt, die Startschwierigkeiten, okay, muss man jetzt mit leben. Wird sich im Laufe der Zeit auch verändern und vielleicht lachen wir ja später drüber, wenn der Preis dann hier doch gestiegen ist. Aber na, es muss halt geguckt werden, dass Marketing kommt und diese 5% halt viel niedriger werden im Laufe der Zeit. Ansonsten ist das Projekt so wie versprochen. Ja, und dann werde ich jetzt nochmal die Farms ausprobieren. Das werde ich euch dann auch zeigen, aber dann in einem anderen Video, weil das jetzt schon ziemlich lange geht. Und dann werde ich euch auch auf den Laufenden halten, was sich mehr lohnt und für was ich mich am Ende entscheiden werde. Ob ich jetzt auch in diesem Pool hier drin bleibe oder rauswechsle in den oder doch in die Farms gehe, das werdet ihr dann alles sehen. Auch die Prozente, die ich damit mache. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst.
Wenn du die Glocke aktivierst, wirst du sofort benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle und so bist du immer auf den Laufenden. Alle Anmelde-Links findest du immer in meiner Beschreibung unterhalb des Videos. Und wenn du 10% Trading-Gebühr bei Binance sparen willst, ist auch dort der Registrierungslink in meiner Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zu meinem nächsten Video.